Ja, ihr seht's richtig. Wir spielen nach etlichen Jahren. Ich einmal für ein kleines Letztest. Ich wollte mal seit den letzten, also den letzten Part, den ich dazu aufgenommen habe, so den letzten, das letzte Video, was ich aufgenommen habe, ist von Dezember, so Ende 2021. 2022 gab es noch so ein, so vereinzelt, so im Januar gab es noch ein paar so einzelne Bonusparts. Was ist jetzt wirklich 3 Jahre her, dass wir dieses Spiel gespielt haben, und ich spiele es jetzt. Ich hatte für heute kein anderes Video. Deswegen würde ich mal sagen, jetzt hier einmal nur eine kleine Runde. Just for fun, einfach mal gucken, was seitdem passiert ist. Es sieht hier schon, es gibt einen Job, es gibt ein Inventar, es sieht komplett anders aus. Ich habe das also vor 3 Jahren, es ist komplett anders in Erinnerung. Amogus. Was ist mit diesem Spiel passiert? Online wollen wir spielen. Ich schließe mich unten ab. Public Lobby, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu chaotisch irgendwo an. Beginner, Classic, ja. Pre-Chat only. Es gibt inzwischen mehrere Maps. Es gibt den Skate, Mira, Bodus, Airship kennen wir natürlich, aber der Fange. Das ist der. Das können wir auch nicht, da will ich gerne mal die Map nicht mal spielen. Ich muss da vielleicht um jeden rein. Aber mit Randoms war das schon immer wild. Könnte ich den ein bisschen. Den Robot. Meine Karte noch ein bisschen anpassen. Ohne. Was gibt's denn hier so für Möglichkeiten? Ah, hier den Top Hat, den dritten. Schon immer gut. Ein Twitch Pad. Fragezeichen. Na, es wird lustig. Das Spielen sind wahrscheinlich gar nicht ist da. Das spielt, glaube ich, heutzutage keiner mehr ernsthaft. Das ist jetzt. Wird so eine Shitshow werden. Sag ich euch aber. Ein Tier streichen oder was? Süß. Auf geht's. Schauen wir uns mal die neue Map an, die es schon wahrscheinlich seit ein paar Monaten gibt. Jo, Scientist, was ist mein Job, was ist meine Aufgabe? Es gibt ohne Mods neue Rollen in dem Spiel. Okay, neue Tasks. Okay, das ist kein Task. Hier ist ein Task.
Ist das nervig. Ich hab's wahrscheinlich nicht mal geschafft. Einer ist schon tot. Den beginnt's. Einer den Chat verlassen. Aha. Und ich werde rausgewählt. Das ist fantastisch. So klar. Oh, coole Animation. Mit Randoms in der Runde, ich werde rausgewählt. Mit Geist mit Flügeln. Kann ich jetzt die Map erkunden und ein bisschen Tasks gucken? Ich habe keine Ahnung, was diese Rolle mit Scientisten und so weiter. Wenn sich nur. Braucht man dafür Mods, weil das Original-Game nur Imposter und Roommate hatte. Ach hier, so also Camps. Ein bisschen. Ja, wo sind denn überhaupt die Tasks hier? Kann ich noch ein bisschen weiterhelfen als Geist? Tasks zu machen. Und wird hier gepupst. Hochziehtask. Zumindest habe ich noch nicht die Kartenlesetask gefunden. Die war damals nervig. Wir müssen auch die Tasks schaffen, um zu gewinnen. Und auf eine tot. Ja, ich war es wohl nicht. Ja. Schon wieder wird jemand zur Unschuld in den See geschickt. Die sind schlecht. Ausgott ist Imposter. Mal schauen, wie viele der noch rausschicken kann. 5 Tasks hier. Ist das Raumschiff abgestürzt auf der Insel? So die Story. Los, gut. Es sind ja nur noch 3 drin. Level 3, Level 2, Level 5, nächstes Level habe ich den. Ja. Sieht man durch das Kreuz noch nicht.
Okay, da war jetzt eher zu guten. Coaster und Pikuxtee. Also eine halbe Minute kann ewig dauern. Keine Ahnung, oder was? Suchen wir mal weiter die Tasks. Security. Sie hätte als Wissenschaftler jemanden protecten können oder so. Wo sind die Tasks? Haben Sie keine Geister bekommen? Ja. Wo sind die Tasks? Ah ja. Er war's. Ich bin Level 8. Okay. Finden wir noch ein Game, wo wir mal ein Airship können, fand ich ganz gut. Das Geld können wir auch mal gucken. Habe ich auch irgendwelche nicht mehr gespielt. Die klassische Map. Jetzt enden mit Airship. Ja, du, ich glaube, das wird nichts. Oder kommen jetzt noch welche? Ja, es wird noch voll. Twitch-Pad, das gab es glaube ich mal bei irgendeinem Event irgendwie, bei einem, irgendwie gab es mal, aber 2020 irgendwie gab es da glaube ich mal, 2021 gab es mal so ein Twitch Among Us Event, wo ein berühmtes Streamer irgendwie das dann gespielt haben und dann gab es das dazu, wer dazu geguckt hat, wer dann im Chat mit dabei war. Wir verlassen schon das Game. Engine Room. Ich habe nur noch zwei, drei Tasks, die ich machen muss und eine anderen. Müssen die anderen machen oder was? Kann bei Unlock Safe. Hier ist ein Safe. Sieben nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Nur sechs. Eins, zwei, drei, fünf, sechs.
Minus 4, 1, 2, 3, 4. Oder nicht? Verstehe diese Task nicht. Ist nicht. Was ist denn hier Alarm? Ein Safe geöffnet. Nicht kapiert. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Den Tresor gemacht, zwischen der Cluest noch was geschmissen. Und wenn das Spiel ist jetzt so lost. Antwort der Kinder. Natürlich, wieder zwei nicht gebootet. Das ist jetzt so klar, wenn man spielt. Nein, ich wurde nicht ausgewählt. Mit Randoms hat das noch nie wirklich Spaß gemacht, dass du damit das dann mit Freunden im Base zu spielen. Damit weiß niemand irgendwie. Ah, nur Bürger muss ich machen. Das mal hin. Andere Patty. Salat. Tomaten. Burger. Und untere Patty. Sehr schön. Guter Küchenchef. Chef. Die Toilette sauber machen, muss ich machen. Lungen da oben ziehen. Ich mache hier nur meine Tasks. Hab's sauber gemacht. Ein Safe krieg ich nicht auf. Mal schauen, ob ich diesmal rausgewurzelt werde.
doch was tatsächlich gewinnen. Event. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Task. Dann wird jetzt wahrscheinlich rausgewählt. Die sind doch bei den Duschen. Ah, der eine braucht jetzt wieder diese 20, 70 Sekunden, sich zu entscheiden. Oh, okay. Nicht ausgewählt worden. Ich gehe mal hier hin, weil da drüben Ingenieur. Komme ich jetzt hier rein? Tür ist zu. Mach mal einen auf. Oh nein, Kartenlese. Ah, die Kabeltask. Alte Bremsen. Kabel. Task, die man noch kennt. Oh, in der Lounge habe ich wieder was. Wo ist Dries wieder? Na, fantastisch. Ich will mal das Licht anmachen. So, kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Muss ich mal versuchen. Fünf in die Richtung. Und das war's aber nicht. Greif's nicht. Muss das zu 5 oder was? Minus 1. Versteht diese Taste nicht. Zum Meetingraum hoch. Uh oh. Ich habe ihn gesehen. Pink. Ich
Ich habe ihn direkt gesehen. Der hat es geschafft, den zu killen von meinen Augen. Und die haben es geschafft, noch was zu werfen. Nice. Runde gewonnen. Victory. Nice. Gewinne ein Spiel als Besatzung an den nur für die Verräter. Geil, hab noch ein Achievement hier bekommen. Und gewinne neuen. Das ist ja großartig. Und es gibt irgendwie Punkte hierfür. Ein Spiel zwischen. Cool, okay, dann das ist doch ein gutes Ende für diesen Part. Und 300. Und können wir jetzt hier uns einen Backbound kaufen oder so? Kann man auch noch Pets kaufen? Kleidung. So viel habe ich noch gar nicht, da müsste ich noch ein bisschen spielen und ja, um was leisten zu können. Ah, ja. Ein paar Tieflingshörner hier. Sehr schön. Wo ist denn hier meine? Oh, Einhorn ist aber auch gut. Sehr schön. Na dann. Und jetzt hat das Spiel. Ja. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn man nochmal reinguckt, neue Map gibt's. Und anscheinend viele neue Rollen und einen Shop und eine ganz neue Oberfläche. Among Us. Werde ich bestimmt nicht nochmal spielen. Irgendwann in 4 Jahren vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Wenn es dann die nächste Map nochmal gibt. Ich weiß nicht. Das ist also mit Randoms ist das. Ich weiß nicht. Ich vermisse so ein bisschen die ganzen Stream-Runden, die wir damals. Ich glaube, mit dem Historiker habe ich das gespielt. Der streamt das bis heute, glaube ich. Der macht immer noch Sonntagsrunden. So am Samstag, das ist da, das sind so die Stream-Runden mit den Streamern, das war schon eine geile Sache. Ja, man sieht sich heute Abend im nächsten Video wieder, im 18. Video und morgen mit meinen Let's Plays. Danke fürs Zuschauen. Mutterinne. Ciao, ciao.